So, meine lieben Lieben, wir werden heute ein Spiel spielen. Wir stehen Paranormal Inc. Corporation wahrscheinlich, ne? Oder Incoming. Paranormal Incoming vielleicht, ich weiß es nicht. Das Spiel ist komplett auf Deutsch, was mich wundert. Ich muss das noch nicht mal einstellen. Ich liebe ja diese Spiele, ne? Diese, was wir letztens auch hatten, Alternate Watch oder Observation Duty. Aus irgendeinem Grund finde ich die total cool. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Nach dem Intro lese ich euch das hier vor und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nachdem ich monatelang nach einem Job gesucht hatte, habe ich endlich diesen Job gefunden. Die Stellenbeschreibung schien einfach, ich wollte am Monitor sitzen und ungewöhnliche Veränderungen melden. Unter normalen Umständen kann ich mit diesem paranormalen Unsinn nicht umgehen, aber ich brauche das Geld. Okay. Das können wir anscheinend durch Punkte freispielen. Wir haben keine Katze. Was ist denn das für ein Titel? Ich würde sagen, wir gehen einfach rein und gucken uns das jetzt an. Ein junges Paar mit einem Baby berichtet seit einiger Zeit von seltsamen Vorkommnissen zu Hause. Dinge bewegten sich und verschwanden. Sie sind seit einer Woche nicht zu Hause. Melden Sie jede Anomalie, die Sie sehen. Okay, dann werden wir dies tun. Ach du Scheiße. Wie viel Kameras haben wir denn? Zwei. Boah, es rauscht da so. Drei, vier, fünf, sechs? Nein, doch sechs. Okay, sechs Cams. Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Aber anscheinend muss ich in dem Raum sein, um das zu melden, weil was anderes gibt es hier nicht. Geöffnet, geschlossen, Licht an, Ausreflexion, okay, Geist, Monster, Alien, menschliche Form, tierisch geformt. Okay. Gut. Um Gottes Willen. Haben die nicht gesagt, wir haben keine Katze? Was ist denn das da? So ein Katzenkorb. Die verscheißen uns doch. Ach du Scheiße, wie solchen. Oh. Es war eben noch nicht offen, oder? Wo ich das erste Mal durchgeswitcht habe, oder doch? Wir probieren es mal. Das Schlimme ist, dass man immer nicht weiß, ob man Falschmeldung machen darf oder nicht. Oder ob das dazu führt, dass man dann es nicht schafft. Das weiß man manchmal nicht so genau. Naja. Wird die Puppe dahin? Ich kann es jetzt beim ersten Mal noch nicht sagen. Wie gesagt, das ist halt, ja. Man lernt bei diesen Spielen halt, ne? Also ist die Helligkeit sehr, sehr gut dafür, dass man keine Menüeinstellungen hat. Warum hängen da Mülltüten über der Türklinke? Warum habe ich kein Nackenkissen, was aussieht wie eine Erdbeere? Da steht doch auch Futter! Wir haben gesagt, wir haben keine Katze. Was ist denn, die verscheißern uns von vorne bis hinten? Das ist wie bei mir hier. Der Mann ist riesengroß, die Frau sehr klein. Oder warum hängen die so weit auseinander? Ja. Okay. Bringt vielleicht irgendwann eine Katze durchs Bild? Irgendwas poltert da immer irgendwie im Hintergrund, aber das muss wahrscheinlich so sein, ne? Wie ist denn das? Gibt es hier auch Geräusche? Tongeräusch, ja, okay, gibt es. Okay. Weiß nicht, wie streng dieses Spiel ist. Also Alternate Watch fand ich zum Beispiel sehr streng. So im Ganzen. Und du kannst auch übrigens nicht rausgehen, ne? In der Zeit. Ah, okay. Gut, gut, gut. Weil ich nicht glaube, dass ich besser bin, deshalb, weil ich gerade Alternate Watch gespielt habe. Weil es ist ja ein ganz anderes Kamerabild. Ich kann auch gar nicht sagen, ob das echte Fotos sind und die überarbeitet wurden mit irgendwelchen Filtern. Oder ob das jetzt wirklich komplett computeranimiert ist. Kann ich nicht sagen. Ich gucke mal auf diesen Schwamm. Da war eben eine leichte Verzögerung. Wieso steht da eine Küchenrolle am PC? Das irritiert mich. Das macht mir Sorge, wenn ich sowas sehe. Also ich glaube nicht, dass die ganze Zeit nichts passiert ist. Hier oben ist ein Stück Kronleuchter. Ich habe einfach irgendwas. Fehlt hier was?
Geh jetzt mal auf Objekt verschwunden. Nee, habe ich mich geirrt. Okay, gut. Warum ist da Katzenfutter, wenn wir keine Katze haben? Er könnte auch Hundefutter sein. Aber da draußen steht ja, wie gesagt, so eine Box. Ich möchte nicht wissen, wie viele Dinge ich jetzt schon übersehen habe. Falls mein Handy zwischendurch klingelt, tut es mir leid. Aber ich warte auf eine Nachricht bzw. einen Anruf. Es ist Irrsinn, dass ich bis jetzt nichts weiter entdeckt habe. Außer zwei Dinge. Das kann nicht sein. Ich sehe es einfach nur nicht. Ihr habt wahrscheinlich schon wesentlich mehr gesehen als ich. Aber ich weiß gar nicht, ich liebe diese Spiele irgendwie. Es ist so, als wenn Menschen Kreuzworträtsel lieben, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich sehe hier nichts. Hier ist alles normal, die spinnen rum. Hier ist nichts komisch in dieser Wohnung. Da haben die sich nur eingebildet. Blödsinn. Hier ist alles vollkommen normal. Nichts Außergewöhnliches zu festzustellen. Es ist schon gleich 16:30. Es ist noch nichts passiert groß. Würde das jetzt durch aktuell nicht als paranormal abtun. Nur weil der Mann mal das Ladegerät seines Rasierers woanders hingestellt hat und man sich daran dann nicht erinnern konnte. Hallo? Spooky, spooky! Ist da was verschwunden hier? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein. Ich muss da aus Versehen schon mal was finden. Also hier ist ja weniger Paranormales aktiv in einem Haushalt, als wie in einem Haus, wo nur nichts Paranormales Aktives geschieht. Was ist das da? War die mal an? Ich möchte nicht zu viel falsch... Nein, scheiße. Ich wusste eigentlich auch, dass sie nicht ausgegangen ist, aber keine Ahnung. Ja, wie gesagt, in einem nicht paranormalen Haushalt passiert ja mehr als in diesem paranormalen Haushalt. Das ist doch nicht wahr. Da! Ah! Ein Handtuch! Jetzt weiß ich, ob das ein zusätzliches Objekt ist oder ob das... ja. Okay. Das kam von woanders. Wahrscheinlich kam es aus dem Wäschekorb gekrochen. Es ist aber auch wieder nur Schlampigkeit des Mannes, ja? Dahingeschmissen. Die Frau sagt, du hast schon wieder. Und der Mann sagt, nein, habe ich gar nicht. Und daraufhin wurde es als paranormal abgetan. Was ist denn das jetzt? Gerät. An, aus wahrscheinlich, ne? Weil, es ist ein Gerät. Ja. Auch hier wieder, der Mann hat einfach vergessen, seinen PC auszuschalten. Die Frau fragte, warum hast du vergessen, den PC auszuschalten? Also, habe ich nicht. Und daraufhin... Ihre Geschichte ist beendet. 7, was? Gemeldete Anomalien. 7 von 5. Falschberichte 3. 60%, 7 von 5? Das kann ja nicht sein. 5 von 7 wahrscheinlich. Ne? Okay, komm, gehen wir nochmal rein. War die Jacke irgendwann verschwunden? Das sehe ich nachher im Schnitt. Die irritiert mich jetzt total. Okay, komm. Mal schauen, ob diesmal... Jetzt weiß ich ja schon so ein bisschen, worauf ich achten muss. Also jetzt hat man es ja schon mal gesehen. Nicht voll. Vielleicht ist die Frau auch größer als der Mann. Darum da oben das rosa Ding und da unten der weiße. Keine Ahnung. Das Bild da ist sehr grün. Boah, ich habe eigentlich so einen Hund. Ich habe eben Salat gegessen mit... So, oh. Tür oder Schranktür? Das ist so differenziert, ne? Schubladen. Ah. Und dieses Himbeer-Balsamico, das ist halt ganz schön gebrannt. Gut, also diese Jacke, die hängt so präsent im Raum, dass man wahrscheinlich echt vergessen würde. Oder echt sich nicht daran erinnern würde, ob die da hing oder nicht. Bis jetzt habe ich nur Haushaltsdinge entdeckt, die der Mann verschlusst hat. Und es abgestritten hat. Und darum dachte die Frau, wie gesagt, es ist paranormal. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht festgestellt. Das normale, zwischen Mann und Frau beziehungstechnische Probleme. Oh, die Tür ist offen. Das ist aber schwer zu sehen. Finde ich. Also,
Ja, durch diese Reflexion, ich habe es nur an dem Griff gesehen. Okay, wackelt die Lampe? Lampelt die Wacke, ja. Ja, die wackelt, okay. Aber ich glaube, das ist nichts. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel falsch melden. Ah, die Jacke ist weg. Siehst du? Sag ich doch, die war vorhin verschwunden. Anomalie entfernt. Nee, wir haben sie wieder hingepackt, eigentlich. Ja, wir haben die Anomalie entfernt, aber... Was ist das da eigentlich, ein Tablet? Bild wahrscheinlich nicht, ein Foto. Oh, okay. Tür? Schublade? Schranktür? Ich weiß nicht. Okay, gilt als Tür. Gut, die Küche scheint der Raum des Geschehens zu sein. Das sieht komisch aus im Vergleich zu eben. Das sah eben anders aus. Ah ja, auch die Tür. Ah, okay. Ja. In diesem Raum passiert gar nichts. Es ist der Flur der Verlassenen. Da passiert nichts. Ich weiß nicht, warum ich diese Spiele so liebe. Keine Ahnung. Könnte ich stundenlang mit verbringen. Oh Mann, stehen wir ganz gut da. Also wir haben relativ gut gerade so Dinge entdeckt, ne? Finde ich. Schranktür. Ja, macht weiter so offensichtliche Dinge. Es ist ja doof, dass man Punkte erreichen muss, um in den nächsten Level zu kommen. Dass man den nicht einfach anspielen kann. Ha! Was ist das? Menschliche Form? Meine Fresse, sagt sich gerade, hier passiert gar nichts in diesem Raum. Oh, scheiße, ey. Oh, ich bin fast gestorben. Mein Nacken. Er wird durch das ständige Horrorspiel wirklich besser. Es ist immer schlimmer. Oh. Das stand ja so präsent. Was ist das? Gut, können wir uns mal erlauben. Nee, okay. Boah, ey. Mich umbringen, oder was? Was ist das? Ein Rucksack? Auch das ist eher wieder ein beziehungstechnisches Problem. Ja, Kind. Oder familientechnisch. Kind kam aus der Schule. Wir haben hier Probleme, die keine sind. Außer eben diese Gestalt vor der Kamera. Die hätte mich jetzt auch beunruhigt. Da gebe ich denen jetzt ausnahmsweise mal recht, aber... Das wäre das, wenn die Wimpern an den Augenbrauen kleben, ja? Wenn man sich so dermaßen erschrocken hat. Nicht nochmal. Also nicht in diesem Raum. Ich weiß nicht, wo du jetzt hingewandert bist, aber du stehst da im Dunkeln. Oder? Also, ach, das wäre so, wenn die so Kleinigkeiten... Boah, schwierig. Schwierig. Ist irgendwas poltert da im Hintergrund. Gibt auch Reflexionen aus der Unterschied. Spiegeln in Fenstern habe ich in der Liste gesehen. Das unterschiedliche. Dieses dunkle schwarze Loch hier macht mir Sorgen. Ja, wie das da. Jetzt hat man wieder so das Gefühl, es passiert gar nichts. Wenn die seit einer Woche nicht da sind, wieso brennt dann überall das Licht? Sollten die das brennen lassen, damit wir über die Kamera besser was sehen? Oder welchen Sinn hatte das jetzt? Ich verunsichere ihn, Geister. Komm nochmal zurück. Okay. Okay. Licht? Licht? An, aus? Oder was ist das? Ja. Hätte ja auch irgendwas anderes sein können. Aber Licht, okay. Das Futter ist noch in der Schale. Wir haben Glück. Und der Mann hat sich auch noch nicht die zweite Küchenrolle an seinen PC geholt. Die hat sich auch noch nicht aufgebraucht. Aber es ist ja auch keiner da. Also seit einer Woche haben die jetzt hier das Licht brennen. Oder so. Also offensichtlich. Das würde mir Sorgen machen. Meine Nase juckt.
Okay. Okay, ich habe 10 von 10 Anomalien gefunden, einen falschen Bericht und einen Erfolgsprozent von 90. Mission erfolgreich. Ey, immer noch nicht. 90 Punkte. Okay, komm. Ich gehe nochmal rein. Wir haben immer noch keine Katze. Ich weiß ja auch nicht, wie schnell die Dinge hier vonstatten gehen. 10 von 10, da sind die ja relativ geschmeidig unterwegs. Ah! Da ist die Katze! Ich habe sie gefunden! Tierisch geformt? Das ist ja nicht tierisch geformt, das ist eine Katze. Aber dadurch, dass wir gesagt haben, oder die uns gesagt, die haben keine Katze, haben wir sie jetzt einfach entsorgt. Was ist das? Ein Paket oder so ein Tischfeuerwerk? Was ist das? Tischfeuerwerk? Was auch immer es war, es ist weg. Ich dachte, die Katze jetzt hier irgendwo auftaucht. Möchte die Katze nicht mehr sehen? Wir haben gesagt, es gibt keine Katze. Siehst du, ist voll der Hund vorm Fenster. Und dann so ein Zebra. Gazelle. Wir haben keine Gazelle. Ist wieder absolut tote Hose. Ich sollte das nicht. Ja, kommt hier, das Monster aus dem Schrank. Ich sollte das nicht so oft sagen. Wir haben jetzt zweimal die Erfahrung gemacht, dass es nicht gut war. Dass ich gesagt habe, hier passiert nichts. Ne, es sind zwei. Okay. Da fühlen die sich von angesprochen. Ich hoffe immer, dass hier nichts unter den Pfeilen mal ist. Dass es so subtil ist, dass man das echt nicht mitkriegt, weil das nur ganz kurz erscheint. Aber ich denke mal, da werden sie schon angedacht haben. Wo ist unsere Kloschüssel? Vielleicht hier vorne. Der Ikea-Stuhl ist ja aber. Was ist das denn? Da hockt mein Nachbar wieder unter der Decke und weint. Was ist denn das? Zusätzliches Objekt? Nee, das. Geistermonster. Mensch, ich probier's mal damit. Da hockt ja einer drunter. Der Nachbar. Der versteckt sich bei mir vor seiner prügelnden Ehefrau. Er weiß nicht, dass ich auch schlage. Da gab es aber extra Schranktür, ne? In dem Fall, genau. Wir sind wieder gut bei. Schmerzen verpasst. Oh, da fehlt die Fusselrolle. Die habe ich auf dem Schirm gehabt. Also ja. Ich sollte aufhören, beim Kamerawechsel zu trinken. Wo ist denn der Nachbar jetzt hin? Mit seiner Decke. Hat er sich jetzt. Wo sitzt denn der jetzt? Hier im Schrank? Oder, keine Ahnung. Was habe ich denn WhatsApp bekommen? Das hatten wir schon mal. Da oben bewegt. Oh! Da bewegt sich was. Okay, Geistermonster Alien. Okay, das war was anderes als nur der Ton. Das klang für mich aber jetzt gleich. Egal. Also falls einmal Sound mit und einmal ohne Monster. Gibt's vielleicht. Okay. Ich würde sagen, könnte auch eine menschliche Form sein. Es ist einfach nur gruselig. Boah! Geh weg! Okay, jetzt ziehen sie ein bisschen an. Auf von den Effekten so her. Ich möchte nicht wissen, wie lange der da vorhin schon unter seiner Decke gesessen hat, bis ich ihn entdeckt habe. Der so sagt, boah, ja, ist hier. Wie blind. Ah! Da steht so eine Tupperdose. Der hat sie auch. Ne? Was glitzert da? Okay, aber. So, what? Also, wenn es jetzt ein Teil ist, ist ja nicht so schlimm. Aber nicht, dass mich das umbringt. So, mal gucken, es ist um 6 Uhr jetzt vorbei. Ja. 12 von 13, drei falsche Berichte, okay? Hammer! Hammer! Und als Belohnung, dass ihr jetzt so lange durchgehalten habt, gehen wir noch einmal kurz in den neuen Level. Den werden wir heute nicht zu Ende spielen, weil das da, oh, da hängt ein Schokokrummel. Weil das dauert jetzt viel, viel zu lange. Mit Sicherheit. Jetzt ist das Tattoo, okay? Wir gehen aber rein, weil ihr so artig dran geblieben seid. Let's go. Ein verlassenes Pflegeheim. Oh, sowas haben wir, glaube ich, noch nie. Aufgrund ungeklärter Todesfälle. Bewohner benachbarter Häuser gaben an, Schreie gehört zusammen. Lass uns Pflegeheim aufgrund ungeklärter Tode.
Ach, gleich wieder verlassen. Komma 2. 3. Sehr übersichtlich. 4. 5. Mein Fitnessstudio hatten sie. 6. 7. Okay. Wow, ist das dauer. Ist das gruselig. 8. Was ist das hier? Das sieht creepy aus. 8 Kameras. Okay. Let's go. Hat sich hier was geändert? Schatten? Ich glaube nicht. Schatten. Fenster. Was ist das da? Eine Tafel. Das wird auch eine Weile dauern, bis wir uns. Boah, das hier ist schlimm. Der Raum ist ganz schlimm. Bis wir uns hier durchgeguckt haben. Die guten Calperia-Gläser auch von Ikea. Das da stand, glaube ich, immer nicht da, oder? Weil. Dafür, dass wir gerade erst angekommen sind, haben wir gesehen, dass eine Tüte Müll zu viel stand. Ich glaube, hier war vorher Licht an, ne? Kann das sein? Ja. Ich weiß nicht, ob es offen oder zu ist. Was soll ich da hinten sehen im Dunkeln? Ich habe keine Ahnung. Da waren schon mal 2 Bilder. Ich kann mich nur an das eins erinnern. Wir lernen ja noch. Wir lernen dazu. Ne, okay. Also das Bild war auch da. Oder hing woanders. Okay. Das muss man sich irgendwie merken. Stand der Regenschirm da vorher schon? Wahrscheinlich. Ja. Zu viele Anomalien. Ja, klar. Ich weiß noch nicht, welche. Ich sehe nichts. Das Sportgerät woanders? Keine Ahnung, was weiß ich denn. Nein, natürlich nicht. Oh je. Keine Ahnung. Der Müllbeutel. Oh. Was ist das? Ein zusätzliches Objekt? Oder ist da wieder. Doch, sieht aus wie eine Kiste. Nicht wie was Menschliches. Aber. Tja, besonders streng sind sie nicht. Mag man jetzt wieder. Keine Ahnung. Ja. Dafür bin ich jetzt, wie gesagt, das erste Mal hier drin. Kann ich echt nicht. Echt noch nicht beurteilen. Aber sagst du, es ist zu viel Anomalien, aber es passiert nichts. Läuft es trotzdem bis 6 Uhr? Also geht es wirklich nach Zeit? Und wie schlecht man dann im Grunde abgeschnitten hat? Muss ich die jetzt erstmal alle aufholen? Das kann, muss ich erstmal alle aufholen? Oder du hast halt wirklich zu viele. Was dadurch abgebrochen wird. Hier, Objekt Verschiebung. Ja, okay. Rettet mich jetzt aber auch nicht. Hat sich vielleicht auch zu viel auf einmal getan, als dass ich das sehen und seine Reflexion. Dieses Blau da. Nein. Okay. Immerhin, ich habe 7 von 9 gemeldet und der sagt mir zu viele Anomalien. Was soll das denn? Einmal noch. Einmal noch nach Schluss. So. Versuch mal schnell kurz hier durchzuskippen.
wir möglichst zeitig sehen, wenn sich was verändert. Das Karton zum Beispiel hier. Ich glaube, der war weg vorhin. Boah, ey. Okay, okay. Wir haben den... Wo willst du denn hin? Wo rennst du als nächstes jetzt durch? Das schockt mich doch nicht zu Tode, ey. Einmal war es ein Geist und einmal eine Menschen. Vielleicht war es auch Zufall. Das ist zwei solcher Dinger, die jetzt aufeinander gefolgt sind. Das kann natürlich sein. Der riesige leere Raum hier, ey. Da passiert doch irgendwas. Der Stuhl schon wieder. Okay, okay, wir haben diese Runde schon deutlich besser. Diese Tischdecke. Die ist irgendwann mein Tod. Jetzt ist die Kiste weg, seht ihr? Hier. Ja. Würde ich hier nicht sehen, wenn sich was bewegt, gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, stimmt nicht. Ich sehe da auch nichts im Dunkeln. So, Hausschuhe, Kiste, alles noch da. Gut. Was ist das denn? Ein Geist oder was? Irgendwas hockt da. Achso, und Ton und Geräusch auch noch, oder? Nee, scheiße. Nee, das war ein und dasselbe, okay. Der Ton brauchte nur eine Weile, bis er verschwand. Ja, hier ist das Licht aus. Oder an, also umgeschaltet, sagen wir es mal so. Der Wischmopp ist umgefallen. Ich weiß nicht, wer ihn umgestoßen hat, aber... Was ich beim Trinken... Also hier tut sich irgendwie, in diesem Raum tut sich irgendwie überhaupt nichts. Hier hat sich auch nichts getan, in dem dunklen Loch da. Ich beschreie es wieder, ich weiß. Da muss ich drauf achten, irgendwie übersieht man das ganz gerne. Ungeklärte Todesfälle im Altenheim. Da ist, was das da. Was ist das? Ein Paddel, keine Ahnung. Ja, was auch immer es war, es ist weg. Habe ich mal einer aus diesem Müllsack glotzen? Jetzt wird es bei uns hier auch langsam dunkel draußen. Also wie spät ist denn? 8:30. Ah ja. Dann wird es dann doch wieder gruselig hier. Ich alleine bin. Also ist gleich 4. Keine Meldung bekommen aktuell. Der Stuhl da, der stand ja vorher nicht. Stand woanders. Dann, ja, gut. Wenn ich hier irgendwie durch die Räume rennt, ist ja alles gut. Das ist der Hausmeister. Der hat nicht gemerkt, dass keiner mehr da ist, weil es vorher schon totenstill war. Verzeihung. Die Tür. Ja. Na? Ah, der Tisch da. Puh. Ja, das weiß aber noch nicht, ob es Verschiebung ist oder ein zusätzliches Objekt. Gut, lassen wir mal. Ich merke mir das einfach mal, bevor ich wieder irgendwas jetzt komplett falsch melde öfter.
Sich an dem Müll was verändert, wie soll ich denn das feststellen? Oh! Ja gut, Licht, jetzt kommt die Meldung, okay. Aber auch dieses Altenheim ist verlassen, ja, und hier ist die ganze Zeit Licht an. Hier, das. Was ist denn das? Fenster. Ist es nicht? Das ist das Rollo. Na, gut, das ist ein bisschen irreführend. Die spielen da auf ihren Wachstuchtischdecken. Kennt ihr die noch? Wachstuchtischdecken. Wie war's falsch? Was? Null Punkte? Wollt ihr mich verarschen? Also Geist, Monster, Alien war es nicht. Was waren es dann? Andere? Oder Tongeräusch? Keine Ahnung. Oh! Das saß eben tief. Aber ich verstehe nicht, ich verstehe dieses System nicht. Hier, da. Wachstuchtisch stecken. Ich verstehe nicht, wie eben. Natürlich war es für mich ein Monster. Also manchmal ist es ein bisschen schwer rauszufinden. Gucken wir mal hier jetzt mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber. Nee, okay, das Rollo ist unten. Okay. Dann gehe ich nächstes Mal bei diesem speziellen Fall auf Tongeräusch, weil. Ja, aber dann machen wir auch wirklich Schluss jetzt. Wirklich, wirklich. Ich weiß, es ist super spannend. Ich kann auch nicht aufhören, aber ich muss halt auch mal Schluss machen. Das ist meine Socke. Ich wusste gerade nicht, was das da ist. Helles. Boah, der Sound war eben schon übel. So. Zu viele Anomalien. Finde ich, ist hier echt schwer. Ganz ehrlich. Ist hier wirklich, wirklich schwer. In diesem Gebäude. Also. Bin hier vollkommen überfragt und überfordert. Muss ich ehrlich gestehen, weil. Jetzt nur Glücksversuch. Nein. Hier den Karton. Könnte sein. Nee. Ich habe es noch nicht gesehen, welcher. Hier war, glaube ich, noch nie was. Also nichts, was ich gesehen hätte. Sagen wir es so. Wenn sich das verschoben hat, keine Ahnung. Was ist denn der Mob? Die Tür bewegt sich. Die Tür bewegt sich. Oder dieser Mob ist, der da drauf liegt. Was ist denn das? Warum bewegt sich die Tür? Hast du das von Anfang an? Ich weiß es nicht. Das fiel mir jetzt gerade so auf. Das ist wieder was, das sehe ich nachher im Schnitt. Was jetzt wirklich war. Die wackelt doch. Die hat doch vorhin nicht gewackelt. Das ist gruselig. Bisschen Zeit haben wir noch. Wenn ich nicht so viele falsche Berichte sende, könnten wir es noch schaffen. Könnten. Boah, das.
Was könnte das denn sein? Ist ja nicht geöffnet, geschlossen. Die. Keine Ahnung. Okay, ich bin jetzt nochmal reingegangen, nur um das zu sehen. Also erstens, die Tür wackelt nicht so doll wie eben. Und zweitens war hier doch ein zusätzliches Objekt. Aber vielleicht war es auch eine Objektverschiebung. Das ist jetzt wieder nicht so ganz klar. Ja. Okay. Auf jeden Fall war dieser Mob da. Der lag da jetzt auf dem Türgriff hier. Nein, die Tür wackelt nicht. Was könnte das andere? War es nicht. Verschiebung vielleicht noch. Aber die Tür ist ja da. Ist ja nicht, dass sie weg ist. Oder woanders ist. Okay, auf jeden Fall hat da jemand seinen Wischmopp drauf abgelegt. Und ein zusätzliches Objekt war es ja anscheinend nicht. Ach, Verschiebung. Da ist der Mob. Oder was das ist? Eine Tüte? Keine Ahnung. Vielleicht. Doch, jetzt wackelt sie auch. Vielleicht fällt das manchmal einfach mehr auf und manchmal weniger. Keine Ahnung. Oh. Ich sag also nach und nach. Oh! Eine Fußmatte. Weg damit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir keine Fußmatten. Hier steht niemand mehr auf in der Regel. Ich werde mich erschlagen. Ich sag's immer wieder. Irgendwann wird mich jemand erschlagen. Geist! Geist. Geist. Ja. Schön, dass wir jetzt nochmal Sachen sehen, die wir bis dato noch nicht gesehen haben. Manchmal sieht man einfach nur, dass es komisch aussieht und weiß nicht warum. Es ist kurz nach zwei. Also noch. Noch haben wir ganz gute Karten. Ich weiß nicht, was jetzt hier nicht stimmen könnte. Vollkommen fremd. Ah, Mann! Hör auf mit dem Scheiß! Oh, das durchfährt mich jedes Mal wie so ein... Aber diesmal rennt es hier nicht durch. Okay, es hat also nichts miteinander zu tun. Oh! Das durchfährt einen wirklich wie so ein... Oh, Gänsehaut. Was ist das denn? Eine Stinkfrucht oder... Was liegt denn da auf dem Teller? Was ist denn das? Keine Ahnung. Sah irgendwie eklig aus. Und es gibt so vereinzelt Räume, wo ich jetzt sage, da fühle ich mich relativ sicher, dass hier alles okay ist. Bei manchen Räumen oder haben wir es auch Ecken. Würde ich ja nicht mal den kleinen Zeh ins Feuer legen. Ja? Ich mag noch nicht mal den kleinen Fußnagel. Also schön für euch, habt ihr mal eine längere Folge. Aber hiernach ist jetzt wirklich Schluss. Hiernach, irgendwas ist hier am Rand, das kann ich erkennen. Hiernach ist Schluss. Fehlt dir was? Ja, die Tasse. Die grüne Tasse mit den zwei Henkeln fehlt da. Suppentasse wahrscheinlich, keine Ahnung. Also es ist cool gemacht, das Game, dafür, dass es umsonst ist auch. Also ich bin positiv überrascht. Hätte damit nicht gerechnet. Aber es ist wirklich gut. Man muss sich halt nur, wie gesagt, wenn man sich die Räume genau anguckt, dann weiß man auch irgendwann, ob es verschwunden ist oder ob es eine Verschiebung ist oder das muss man halt lernen. Wie hier, dass das halt nicht von woanders kommt, sondern dass es halt zusätzlich... Oh! Das hat sich gerade bewegt. Sollte sich das so minimal verschieben? Nee. Nee. Okay. Entweder hat sich mit dem anderen zusammen erledigt oder das war jetzt einfach ein Fehler im Spiel. Ja, die Tür wackelt halt dauernd.
Und wie die Lampe vorher in dem anderen in deiner Küche gewackelt hat. Okay, das ist also nichts. Offen. Ah! Geist, Monster, Alien? Erstmal generell. Nee, scheiße. Was ist dann? Menschliche Form? Ja. Weg damit. Boah, ich weiß nicht, ob mich die Optik immer eher erschreckt oder der Sound, ey. So, es ist jetzt gleich 5. Eine Stunde. Also eine Stunde. Und dann ist Schluss. Leute. Heute ist nicht alltagisch, kommt wieder keine Frage. Also die Meldung kam zwar bis jetzt, glaube ich, nicht, aber... Oh, ich glaube, so gut haben wir nicht abgeschnitten. Aber ich kann das überhaupt nicht beurteilen, wonach sich das richtet. Muss ich gestehen. Wie gesagt, das mit den Punkten und whatever. Jetzt verschiebt sich die Tüte der Wischmopp da nicht. Jetzt, wo ich euch das zeigen will. Aber ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt ja in der Videoaufnahme zurückspulen, während ich das ja hier nicht kann. Ich müsste das Spiel jetzt stoppen und direkt auf die Aufnahme gehen. Ich hatte eigentlich mir gewünscht, dass der Nachbar da wieder unter dem Tischtuch sitzt. Und ja, jetzt ist gleich vorbei. Komm, eins noch. Lass irgendwas noch passieren, bevor jetzt die Zeit um ist. Bitte, 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 irgendwas. Bitte, 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 6 Sekunden. Bitte, 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 nein, nein, es passiert nichts mehr. Ah! Ja. Das rettet mich jetzt auch nicht. 13 von 14, 2 falsche Punkte, 0? Verstehe ich nicht. Macht aber nichts. Leute, wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Ich muss jetzt Schluss machen für heute. Macht's gut und bis dann. Vielen Dank, dass ihr hier seid.